Willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Schwarz. Und ich habe noch was vergessen, was wir noch machen müssen. Wir müssen nämlich noch in die Trainerschule. Die Trainerschule. Die machen gute Pokémon-Trainer. Das werden wir doch mal sehen. Was ist hier? Orion City. Die Stadt, die nach dem Dreigestirn benannt ist. Interessant, interessant. So, gehen wir mal ins Gebäude. Zack. Aha, okay. Sie sieht da richtig eingerichtet, gemütlich aus. Ich liebe Pokémon und will noch mehr über sie wissen. Und genau dafür gibt es die wunderbare Trainerschule. Nein. Okay. Was bist du für einer? Man kann die Entwicklung eines Pokémon auch unterbinden. Wusstest du das? Ja, B-Knopf drücken. Sobald die Evolution des Pokémon einsetzt, kann man es mit dem B-Knopf so sehr erschrecken, dass es in einer Entwicklung gestoppt wird. Wollen wir ein kleines Quiz über Statusprobleme machen? Ja, gerne. Also dann kommt hier die Frage. Mit welchem der folgenden Items kannst du ein vergiftetes Pokémon heilen? Ach, das ist ja einfach. Das weiß sogar einer, der nicht Pokémon spielt. Natürlich das Gegengift. Damit liegst du goldrichtig. Kommen wir nun zur nächsten Frage. Ein paralysiertes Pokémon machst du mit einem Paraheiler wieder mobil. Aber ein Pokémon, das eingeschlafen ist, wächst du womit auf? Auf Wecker! Bingo, bingo, absolut richtig. Mit Statusproblemen kennst du dich aus. Da wird dir das hier nützen. Ein Hyperheiler. Okay, halt jede Statusveränderung. Ein Hyperheiler ist schon was Feines. Schließlich heilt er durch die Bank alle Statusprobleme. Was, durch die Bank? Okay, da ist Sharon. Den sprechen wir aber erst später an, nachdem wir diesen hier angequatscht haben. Es gibt Attacken, mit denen man nur mit technischen Maschinen erlernen kann. Eine technische Maschine kann beliebig oft verwendet werden, also nur zu. Und falls du mit der einen Attacke nicht zufrieden bist, verwende doch einfach eine andere technische Maschine. Sag TM. TM ist viel kürzer als technische Maschine. So, meine lieben Schüler, heute lernen wir alles über Statusveränderungen. Hier lest mal die Tafel, schreibt es in eure Hefte und ich gehe dabei raus und rauche mal ein bisschen. Bis gleich. Oh, ganz schön hart mit den Schülern, was? Ja, okay, dann gehe ich mal wieder zu meinen Knirpsen rein. So, Schüler, habt ihr euch alles aufgeschrieben? Okay. Und dann verpisst euch! auf der Tafel stehen Erläuterungen zu den Statusproblemen, die sich Pokémon im Kampf zuziehen können. Welche möchtest du lesen? Gift. Wenn ein Pokémon vergiftet wurde, wird es im Kampf ständig KP verlieren. Das Gift wirkt auch noch nach einem Kampf. Mit einem Gegengift kann das Pokémon geheilt werden. Paralyse. Eine Paralyse verringert die Initiative eines Pokémon und verhindert es gelegentlich daran anzugreifen. Da die Paralyse auch nach dem Kampf weiter andauert, solltest du sie mit einem Paraheiler aufheben. Welchen möchtest du lesen? Ja, Schlaf. Wenn ein Pokémon einschläft, kann er es nicht mehr angreifen. Das Pokémon wird vielleicht von selbst wieder wach, aber wenn der Kampf endet und es immer noch nicht erwacht ist, schläft es weiter. Weck es mit einem Aufwecker auf. Brand. Eine Verbrennung senkt die Kraft des Angriffs und die KP nehmen ständig ab. Der Brand hält auch nach einem Kampf an. Setze einen Feuerheiler ein. Na gut, dann jetzt noch gefroren. Wurde ein Pokémon eingefroren, ist es völlig hilflos. Vielleicht taucht es aus eigener Kraft wieder einem Kampf auf, aber ist der Kampf zu Ende, bleibt es gefroren, setze einen Eisheiler ein. Gut, dann hätten wir alles. Hier ist Sharon. Wird ein Pokémon vergiftet, schwinden seine KP nach und nach. Das ist aber nur im Kampf so. Ja, Kevin, suchst du die Arena-Leiter? Ja. Gerade eben waren sie noch hier und haben über die verschiedenen Pokémon-Typen gesprochen. Du musst sie knapp verpasst haben. Oh, Kevin, trittst du mal gegen mich an? Ich möchte herausfinden, wie wichtig der Einsatz von Items im Kampf ist. Natürlich, natürlich. Höchste Zeit herauszufinden, wie wichtig Items sind. Oder wie weit man ohne Items kommt. Aber wir kämpfen hier drin, das Ganze darf also nicht zu wild werden. So, meine Schüler, bewundert nun diesen Kampf gegen meinen Rivalen, Sharon. Da, 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 da. Flying! Okay, setzen wir unseren Affen einfach mal ein. Hab ich den echt Affe genannt? Ich glaub's nicht. Wie heißt denn jetzt dieser außerirdische Affe da? Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Muss ich mal schauen.
Ja gut, es kommt seine Seelenbeere zu Einsatz, den er seinen Freund gegeben hat, aber gegen unseren Affen hat er keine Chance. Und Affe benutzt Ackerknarre. Das können wir es fangen, wenn es wild wäre, aber man kann Trainer-Pokémon nicht fangen. Hey, es kommt Schlecker. Setzen wir mal Schlecker ein. So, gehen wir mal zum Schlecker. Und tschüss. Celillo kommt jetzt. Serpifeu, lass ich da mal ran. Serpifeu. Bam. Okay. Das ist sein letztes. Es ist sehr wichtig, seine Pokémon. Ja. Toll. Lass mich mal zu Ende lesen, das Spiel. Wäre echt freundlich von dir. Naja. So, Ragnhild und. Naja, nicht ganz dauern, aber. Ragnhild. Bam. Und tschüss. War ja Kindergarten leicht. Ich sehe schon. Ich war wohl einfach. Hey, lass mich zu Ende lesen, das Spiel. Ach, komm. Wie erwartet ist der Einsatz von Items von größter Wichtigkeit. Hier, Kevin, diese Beere ist für dich. Siegelbeere. Hast du nichts Besseres? Geizhals. Naja, egal. Besser als nichts. Gibst du einem Pokémon diese Beere mit, so ist es im Kampf von selbst, sobald seine KP schwinden. Von Menschen hergestellte Items wie Tränke kann es aber nicht selbst verwenden. Gut, dann geben wir es einfach mal die Beere unserem... unserem Serpifeu. Na, wo ist es denn? Na, hier ist die Sinelbeere, genau. Geben. Serpifeu, okay. Gut, dann verlassen wir mal die Trainerschule. Ich komme nie wieder! So, geben wir das Pokémon Center und dann gehen wir in die Arena. Und fordern den Arena-Leiter dieser Stadt heraus. Hallo Trainer, willkommen im Pokémon Center. Ja, komm. Okay. Nein! Das passiert mir jedes Mal, wenn ich spiele. Okay. So, das hätten wir. Gehen wir jetzt in die Arena. Die ist nämlich hier. Sieht nicht wirklich wie eine Arena aus. Das liegt daran, weil sie eigentlich eine Bücherei ist. Pokémon Arena von Orion City. Leiter. Tripeltrube und holen uns den Trio-Orden oder wie der auch heißt. Wie? Also ich arbeite hier als Arena-Leiter, aber wer bist du denn? Du willst dich in der Arena beweisen? Dann verrate mir mal, was dein Starter war. Na, welches wohl? Serpifeu, verstehe, da könnte man einfach so labern und meinen, oh, ich habe einen Otaro und dann setzt er sein Pflanzendinger ein. Und dann in Wirklichkeit hat man einen Floing, naja. Das tut sich gegen Pokémon des Types Feuer schwer. Du sollst dir eine passende Gegenstrategie überlegen. Also, ich erwarte dich drinnen. Ja, nicht länger warten. Ich will nicht warten, ich will spielen. Oh mein Gott. Ein Bodyguard, nein, Spaß. Hallo, ich helfe allen Trainern weiter, die sich in einer Arena beweisen wollen. Mein Name ist Guido. Guido Westerwelle. Vielen Dank, dass du in der Arena antrittst. Hier für dich. Danke, Tafelwasser. Cool, wenn er jedem Passanten Tafelwasser gibt, dann würde er arm werden. Naja, okay. Willkommen. Unser Angebot ist auf die Vorlieben der Trainer abgestimmt. Ja, das ist in der Tat ein Restaurant. Das sieht man hier seitlich. Hier sind ein paar Tische. Ich will was essen. Ich habe Hunger. Oh. Was sollen die ganzen Vorhänge? Fändet hier ein Theaterstück auf? Nein, natürlich nicht. Das sind alles so, das sind solche Elemente und wir müssen immer herausfinden, was immer der Schwachpunkt dieses Elements ist. So, das ist hier jetzt das Element Feuer. Hier hätten wir das Element Pflanze, Feuer und Wasser. Natürlich ist Wasser richtig. Wasser löscht Feuer, ist klar. Deswegen öffnet sich der Vorhang. Und hier ist ein Trainer. Willkommen in der Arena von Orion City. Hier wirst du mit der Grundlage des Pokémon-Kampfes verköstigt. Okay, Trainerkampf wieder. Wie heißt er denn? Severa Gianluser. Was für ein Loser. Naja. Okay. Yorklef. Trainieren wir unseren Affen mal. Den brauchen wir hier in der Arena. Das ist ganz wichtig.
So, Aquaknabel ist Depp drauf, aber ich weiß nicht, ob es spezial angreift oder physisch. Muss ich mal schauen, schnell. Schon mal gleich nach. Angriff 17, Verteidigung 17, Spezialangriff 15, greift physisch momentan an. Also sollte ich vielleicht Kratzer verwenden. Zack! Na toll, Silberblick. Naja, sollte man vielleicht auch verwenden. Das wäre gar keine schlechte Idee. Dann können wir nämlich mit einem effektiveren Kratzer besser angreifen. Oder soll ich vielleicht auch mit Aquaknarre bleiben? Weil da noch Step drauf ist und auf die physische Überlegenheit scheißen. Naja. Ich greife jetzt mal mit Kratzer an. Wir haben ja schon mit Silberblick etwas gemacht, deswegen. Zack! Oh, Volltreffer, hat man Glück. Schläge kann man das einsetzen, weil Geisterattacken gegen gegen normale Pokémon nichts wirken. Ebenso wie normal gegen Geist, also normal gegen Geist funktioniert nicht und Geist gegen normal funktioniert nicht. Manche Trainer achten nicht sehr auf den Typ ihrer Pokémon und schlagen sich allein mit gut trainierten Pokémon durch. Okay, mal sehen, was passiert, wenn man falsches nehmen. Okay. Da könnte man einfach überall drauf treten, dass man das Richtige hat. Ja, okay, hier ist Wasser. Die Schwäche von Wasser ist Pflanze. Und der Vorhang öffnet sich. Möge die Vorstellung beginnen. Gegen die nächste Trainerin. Genieße das komplette Menü der Arena von Orion City. Ich bin der zweite Gang. Oh, jetzt kriege ich langsam Hunger. haben gestern beim Chinesen ein bisschen gefuttert. Das war lecker. Naja, so, was kommt? Nagelotz. Hier kommen überall Pokémon, die wir alle schon kennen. Das finde ich gut. Es wird immer vom Dex her, also vom Sinnoh-Dex. Nee, Sinnoh ist es ja nicht, von Enel-Dex. Wird jedes einzelne Pokémon aufgelistet und kommt nach dem im Verlauf des Abenteuers, also nach der Reihe nach. Und wenn man das Spiel später durch hat, dann ist man am Ende des Pokédex angelangt. So, jetzt kommt dann normal Tafelwasser. Sonst sieht unser Affe, den Tod, oder was heißt der Tod, ne? Tod ist ein bisschen übertrieben, so, er setzt Geduld ein. Geduld ist eine gefährliche Attacke. Er absorbiert den ganzen Schaden, den Sodamak dem Nagelotz austeilt und kontert mit doppelter Kraft. Wäre eine ideale Attacke für wohin genau, aber nicht. Wohin genau ist übrigens ein sehr starkes Pokémon, muss ich sagen. Weil es kann kontern. Viele meinen, es sei scheiße, aber in Wirklichkeit ist es sau cool eigentlich, wohin genau, wenn man damit richtig umgehen kann. Das werde ich auch mal in meinem Kristall-Let's-Play werde ich das reintun. Das wohin genau, um euch zu zeigen, wie geil es eigentlich ist, das Pokémon. Okay, ja, es haben noch mehr Geduld, aber es juckt mich nicht, weil seine KP zu niedrig sind. Ich kann was durch killen. Und Level 11. Unser Affe levelt ganz schön, naja. Philillo, schon wieder? Hallo Philillo, was geht? Wollen wir dich anspritzen oder wollen wir dich zerkratzen? Ich spritze mal an. Nichts Falsches denken. Ja, Zuschuss, eine zufällige Attacke, kennen wir ja. Oh nein, es kommt Geduld. Das können wir wieder zu unserem Vorteil nutzen, indem wir wieder Silberblick verwenden. Philillo ist vom Typ her Unlicht. Daher können wir mit Schlecke angreifen. Schlecke wäre allerdings nicht sehr effektiv, weil Geist gegen Unlicht Attacken ja nicht sehr effektiv sind. So, nochmal Silberblick, bis seine Geduld verbraucht ist. Das müsste jetzt gleich sein. Senkt man da weiter seine Verteidigung. Ah, was? Ist seine Geduld schon verbraucht? Naja, okay. Sandwirbel senkt unsere Genauigkeit. Das heißt, Attacken von uns könnten jetzt daneben gehen. So wie jetzt zum Beispiel. Oh Mann, das macht's nochmal. Senkt unsere Genauigkeit noch weiter. Ja, es ist so langsam ein Glücksspiel zu treffen. Ja, jetzt kommt schon wieder Zuschuss. Schade, dass wir keinen X-Treffer haben. Das finde ich so geil, ein X-Treffer. Immer wenn die Genauigkeit unseres Pokémon sinken würde, könnten wir einfach X-Treffer einsetzen und das wäre wieder auf dem normalen Standort. So, Serpifeu kommt jetzt, weil nach dem Kampf wird die Statusveränderung wieder zurückgesetzt. Und da die Verteidigung von Philillo gesunken ist, durch Silberblick, können wir es jetzt mit Rang die One hitten, glaube ich, oder?
natürlich, lass, nein! Jetzt wundere ich mich zwar, aber gut. Naja, mach nichts, einfach Tackle und fertig. Dann denke ich da so lange nach. Ich bin ein Taktiker, ich muss immer nachdenken, auch wenn es lange dauert. Oh, auch wenn es kurz zum Ende ist, meine ich. So, Pflanze, wie im Real Life kann man Pflanzen mit Feuer verbrennen, deswegen öffne dich. So, und genauso wäre es, wenn wir unser Sodamag nicht genommen hätten. Der hätte nämlich sein Feuer-Pokémon, unser Pflanzen-Pokémon verbrennen können. Ich bin der feurige Mike, der dir mit seinen Feuerattacken Feuer-Pokémon einheizt. Was ist mein Element? Colin, der Name ist sehr erfreut. Und ich bin Benny, mein Herz schlägt für Pflanzen-Pokémon. Also, du fragst dich bestimmt, wer von uns dreien auftreten soll. Lass mich das erklären. Je nachdem, welches Pokémon der Gegner unsere Gegner am Anfang gewählt hat, entscheiden wir abhängig vom Typ her, wer von uns dreien antritt. Ja, so ist das. Und dein erstes Pokémon war offensichtlich vom Typ Pflanze. Das wäre ja geklärt. Ich, Mike, bin also dein Gegner. Gleich wird's brenzlig für dich. Uiuiui, das wird spannend. Ich speichere nochmal kurz. Sicherheit geht vor. Hahaha, sichern. Naja, okay. Schlechtes Wortspiel, ich weiß, aber los geht's. Ja, ich bin der Stärkste von uns dreien. Du kannst dich ruhig geehrt fühlen. Kevin vs. Mike. Kampf um den Tri-Orden. Los geht's! Ein Yogglef! Uiuiui, kennen wir ja sehr gut. Den Affen, den heben wir uns noch auf. Den brauchen wir nämlich später. Na, scheiße, ich hätte neues Pokémon Center gehen sollen. Naja, was soll's? So, Serpy voll. Habe ich jetzt ein bisschen ungünstig geregelt, ich weiß, aber naja, kann man nichts machen. Er erhöht seinen Angriff und seinen Spezialangriff mit Kraftschub. Das ist auch die TM, die wir dann später bekommen, wenn wir ihn geschlagen haben. Oje. Glaubst du wirklich das? Damit könntest du meinen Pokémon irgendwas anhaben? Natürlich. Oh Mann, er hat seinen Angriff noch weiter. Jetzt müssen wir aufpassen. Kraftschub ist eine gefährliche Attacke für den Anfang. Die werden wir auch später einen unserer Pokémon beibringen. So, das hätten wir. Grillmack. Ja, lassen wir uns selbst vorhin noch draußen und heilen unseren Soda mit unserem Affen. Es ist noch nicht vorbei. Eins habe ich noch. Ich werde nochmal alles geben. Okay. Trank auf Affe. Oder Sodamag. Oh oh. Erhöht seinen Angriff. Naja, das ist schlecht. Dann versuche ich es mal mit Rankenhieb. Oh nein. Okay, Pflanze gegen Feuer ist nicht sehr effektiv. Jetzt muss ich schnell auswechseln, bevor sein Grillmarkt zu stark wird. So, Affe! Einäschern, jetzt kommt die Feuerattacke. Nicht sehr effektiv. So, und jetzt saß Rodamag, dein großer Auftritt, Aquaknarre. Wir sind vom Typvorteil. Uiuiui. Aquaknarre ist sehr effektiv, doppelter Schaden. Auch wenn sein Pokémon 3 Level mehr hat als unseres, ist unseres doch stärker, weil unser den Typvorteil hat. Und das kann alles entscheiden, wenn ein Typ einen Vorteil hat. So, jetzt kommt ein Trank, damit unser Affe nicht down geht. Ah, er benutzt dasselbe, okay. Das wird nochmal ein spannender Kampf zum Ende. So, nochmal, Aquaknarre. Sogar, er hat seinen Angriff sogar erhöht und trotzdem fügt Einäschern sehr wenig ab. Er zieht sehr wenig ab, will ich damit sagen, so. Nochmal, das müssen wir locker schaffen, solange er so damit durchhält. Und Aquaknarre. Und wir haben gewonnen. Affe hält so viel Erfahrungspunkte. Level 12, Lenz eine Attacke. Nein, schade. Und Serpifeu Level 14.
Leiter, Mike wurde besiegt. Jetzt ist es aus, mich hat's erwischt. Boah, du bist echt stark. Und gemäß den Statuen der Pokémon-Liga erhältst du jetzt diesen Arena-Orden. Den Tri-Orden! Yay! Bam! Babam, unser erster Orden von 8. So. Warum kommst du jetzt? Der Rothaarige kann das doch auch machen. Naja, egal. Rotschopf. Die Arena-Orden sind ein Zeugnis für die Stärke des Trainers. Besitzt du einen Orden, befolgen auch im Tausch erhaltene Pokémon bis Level 20 deine Befehle. Und das hier ist ebenfalls für dich. Das ist TM83 Kraftschub. In der TM befindet sich Kraftschub. Setzt du Kraftschub ein, wird der Angriff und der Spezialangriff stärker. Technische Maschinen kannst du übrigens beliebig oft verwenden. Das ist neu, ja. Gut, dann bringe ich das gleich mal unserem Solamag bei, diese TM. AKA Affe. Hat 30 AP, wow. So, Affe versucht, ja. Die Attacke wollen wir verlernen. Wir haben die Wahl zwischen Kratzer, Silberblick, Aquaknarre und Schlecker. Ich bin, naja, so sehr, also ich bin nicht so der Fan von Schlecker. Obwohl Schlecker uns später noch ein Vorteil sein kann, deswegen Silberblick ist eher die schwächere Attacke. Weil Kraftschub erhöht ja den Angriff wiederum. Und warum sollen wir dann noch Silberblick einsetzen, wenn der Angriff schon erhöht wurde? Also ja, passt eigentlich. Wir haben gewonnen. Moment, ganz schön lang die Arena. Vergiss nie den Moment, in dem du einen Orden erhalten hast. Das ist nämlich etwas ganz Besonderes. Warum renne ich eigentlich nie? Ich renne nie, ne? Oh mein Gott! Tada! Ich bin Vivian! Professorin Esche hat mich gebeten, dir und deinen Pokémon-Freunden etwas zu geben. Folge mir bitte am besten. Na gut, dann machen wir das einfach mal. Ihr wollt also alle Pokémon in der einen Region treffen, nicht wahr? Oh, zur Treppe, bitte hier entlang. Endlich! Ach ja, dein Bodyguard oder deine Bodyguardin, ich weiß nicht, ob es männlich oder weiblich vorhin war, hat mich vorhin nicht durchgelassen. Ich beschwere mich jetzt. Mein Zimmer ist hier oben, bitte komm doch rauf. Du ignorierst mich einfach, was? Erfeuere sie am besten mal, deine Angestellte oder was auch immer. Ich stelle mich am besten nochmal vor. Nein, bitte nicht. Mein Name ist Vivian, wie du sehen kannst, bin ich Wissenschaftlerin. Bei meinen Forschungen beschäftige ich mich übrigens mit dem Pokémon-Training. Mit Professorin Esche bin ich schon seit unserer Studienzeit befreundet. Hier habe ich gebeten, euch zu unterstützen, bla bla bla. Und das tue ich dann auch gleich mal. Hier, das sollte sich als nützlich erweisen. Eine VM, versteckte Maschine, das ist das Schneider VM1. Damit können wir die Büsche zacken, die wir vorhin gesehen haben. Die Pokémon können auch Attacken erlernen, die außerhalb des Kampfes einsetzbar sind. Mit dieser VM kannst du deinem Pokémon die Attacke zur Schneider beibringen, mit der man kleine Bäume fällt. Und genau wie die technischen Maschinen kannst du die versteckten Maschinen so oft benutzen, wie du willst. Toll das. Allerdings ist es schwierig, mit einer VM erlernte Attacken wieder zu vergessen. Und dürfte ich dich vielleicht noch einen kleinen Kritzigen gefallen bitten, in der Nähe von Orion City liegt die sogenannte Traumbranche. Dort findet man ein Pokémon namens Somniarm, welches den Traumdanz absondert. Und den will ich haben. Mit Hilfe dieses Dampfes steht uns nämlich die Spielsynchro zur Verfügung. Wir sind dann in der Lage, die Daten verschiedener Trainer zu sammeln. Ach, endlich. Okay, schon wieder Gequatsche. Erstmal speichern, ich will dieses Gequatsche nicht mehr nochmal durchmachen. So, jetzt gehen wir ins Pokémon Center. Unsere Pokémon sind angeschlagen. Da werde ich auch wieder speeden. Und jetzt mal speede ich erstmal, indem ich B den Weg-Knopf drücke und renne. So, das hätten wir. Warte, hier hätte Speeden auf, genau. Und gehen wir in die Traumbranche. Nein, warte, wir haben ja noch. Wir haben die Zerschneide bekommen, die VM1. Bringen wir die unserem Bello bei, oder... Nein, nicht Kraftschub. Sorry, ich habe mich vertippt. So, jetzt Zerschneider. Affe kann die Attacke, Muki, Gary,
Ich bringe sie mal Gary bei. Also unserem Felelo. Na, wo ist noch mehr Rennen? Hier, genau. So, und hier haben wir noch einen Busch, den haben wir vorhin nicht zerkleinern können. So, ein Zerschneider! Okay, was ist hier? Ein Item. Es ist ein Supertrank geworden. Was ist hier unten? Achso, da kommen wir zum Ding hin. Also zurück nach. Wie heißen die Stadt? Garvina. Und hier ist ein Superball, ist ja schön. Gut, dann gehen wir jetzt zur Traumbranche. Orion City. Warte, wir haben unsere Pokémon schon geheilt. Warum gehe ich ins Pokécenter? Was habe ich genommen? Koks, LSD, ich weiß es nicht. Zur Traumbranche. Ja, hier waren wir ja schon. Im letzten Part. So, jetzt haben wir. Jetzt können wir den Busch jetzt zerschneiden. Natürlich zerschneiden wir diesen Busch. Was hast du denn erwartet? So, zack. Och nee, schon wieder. Oh, Kevin, suchst du auch nach dem mysteriösen Pokémon? Hey, vordrängen, ich war ja zuerst hier. Ich frage mich immer noch, wie es möglich sein soll, jemanden Träume zu zeigen. Oh mein Gott. Du hast auch gerade diese Geräusche gehört hinter der Wand. Lass uns mal nachsehen gehen. Ah, da ist es ja. Hey, warte. Da haben wir ein Somnium. Los, schnell, stoß deinen Traumdampf aus. Moment mal, wer seid die Typen? Was macht ihr hier? Wer wir sind? Wir sind Tago nach dem Einsatz, um die armen Pokémon von dem Joch der untertörichten Menschen zu befreien. Wir sind Team Plasma. Was habt ihr hier, was wir hier machen? Die Pokémon Somnium und Somnivora stoßen den sogenannten Traumdanz aus, der allerlei Träume beschert. Mit diesem Traumdanz werden wir endlich die Pokémon von ihrem Joch befreien. Wir müssen den Menschen auf der ganzen Welt nur einen Traum zeigen, indem sie alle ihre Pokémon freilassen. Bam! Hey, wird's bald mit dem Traumdampf? Tritt ihr den Pokémon etwa, damit ihr den Traumdampf absondert? Wie grausam, warum tut ihr sowas? Ihr seid doch auch Trainer. So ist es, wir sind auch Pokémon-Trainer. Doch im Gegensatz zu euch kämpfen wir, um die Pokémon zu befreien. Und wie befreien wir die Pokémon? Indem wir Kämpfe gewinnen und den Trainern, in denen ihre Pokémon wegnehmen. Genauso werden wir auch euren Pokémon die Freiheit schenken. War Kevin, Hilfe! Team Plasma! Eine Herausforderung von Team Plasma Rüpel. Er hat ein Pokémon, einen Nagelotz. Ja, ihr seht, die Pokémon sind nicht gerade abwechslungsreich anfangs. Aber später ändert sich das noch. So, Affe, setzen wir mal die neue Attacke Kraftschub ein. Und erhöhen unseren Angriff und unseren Spezialangriff. Ah, er ist ganz schön bissig, dieses Nagelotz. Naja, noch mehr Kraftschub. Und einmal will ich es noch machen und dann gehen wir in den Angriff über. Einmal noch, so. Ach, ja, okay, jetzt können wir es öfters verwenden, weil jetzt Geduld kommt. Ist mir recht. So. Und noch einmal, bis Geduld verbraucht ist. So. Angriff von Affe steigt. Einmal geht noch. Ja, okay, jetzt hat er seine Geduld verschwendet. Jetzt können wir auch angreifen und sogar einen One-Hitten. Da bin ich mir ziemlich sicher. So. Da es den Spezialangriff und den normalen Angriff erhöht hat, können wir mit jede beliebige Attacke angreifen. So. Aquaknarre und One-Hit-Kill. Was wird jetzt aus unserem Traum? Hast du den Kampf gegen ein Kind auf die leichte Schulter genommen? Wie dem auch sei, jetzt komme ich.
Tja, wer es einmal nicht schafft, der muss den anderen einsetzen lassen. Oh, eine weibliche Person. Wie kann so ein schönes Mädchen zu so einem brutalen Team gehören? Naja. So, die hat ein Felillo. Machen wir die gleiche Taktik wieder, nämlich Angriff erhöhen. Ich will es wieder um 3 machen. Greif mich nicht an! Na cool, dann greif mir eben mit Spezialangriff an, weil... Das kann mir egal sein. Hat es seinen Angriff eben verschwendet? Oder sie ihren Angriff verschwendet? Zack! Einmal noch, so, und jetzt gehen wir dann in den Angriff über. Ah, Kratzer. Ah, du hast mich fett erwischt mit einem Volltreffer. Aber jetzt One-Hit, bitte. Yeah. Tschüss. Aus unserem Traum ist ein Albtraum geworden. Das gibt's doch nicht. Wir haben beide verloren. Aber wir brauchen diesen Traumdanz unbedingt. Bam. Wird's bald! Stößt du wohl endlich den Traumtanz aus? Hör auf! Was soll das hier werden, wenn es fertig ist? Wir von Team Plasma haben es uns zum obersten Ziel gemacht, alle Pokémon aus dem endwürdigen Knechtschaft zu befreien, die ihnen einst das törichte Menschengeschlecht aus niederen Beweggründen aufgezwungen hat. Doch wenn dieser ehrenwerten Aufgabe nicht gewachsen sein solltet. Das ist doch Jesus, der seinen Anhänger um sich schert oder mit schönen Reden die Leute zu betrügen versucht. Nein, das ist der Jesus, der erbarmungslose straft, wenn man versagt hat. Wir verschwinden besser, bis er sich wieder beruhigt hat. Pussys, naja. Hey, der ist Sodamak. Was war das denn gerade? Dieser Jesus ist mal da, mal dort. Der eben war noch nicht echt, oder? War das vielleicht nur ein Traum? Und dieses Pokémon? Wah! Ich konnte einfach nicht mehr länger warten. Ich musste herkommen. Ein Somnivore. Aha, ein Item lassen sie fallen. Was ist hier passiert? Oh, Vivian. Da war zuerst dieses Somnium, aber dann kam Team Plasma uns. Dann kam plötzlich das Somnivora. Das hat uns wohl einen Traum gezeigt. Und Team Plasma hat dann... verstehe. Somnivora ist die Weiterentwicklung vom Somnium, weißt du? Und als es merkte, dass das Somnium in Schwierigkeiten steckte, hat es seine Fähigkeiten eingesetzt, um einen Traum wahr erscheinen zu lassen. Ein Traum, der das Somnium rettet. Oh, einen Moment mal. Oh mein Gott. Ist das der Traumdanz? Damit kann ich meine Forschung vollenden. Kommt mal nachher bei mir daheim vorbei. Das war vielleicht ein Tumult. Kevin, warum schaust du nicht bei Vivian vorbei? Ich werde dabei das Pokémon von eben suchen gehen. Aber zuerst speichern wir und dann verabschiede ich mich für diesen Part. Dann geht's mit dem nächsten weiter. Bis dann, Servus!